Mobile Geek's coverage of MWC 2015 is powered by ASUS. Hallo, wir sind auf dem Mobile World Congress 2015 immer noch in Barcelona und haben uns mal den Prototypen eines mit Solarpanel im Display ausgestatteten Smartphones von Kyocera geschnappt. Hier steckt die Technik der Firma Sunpartner drin, von der vielleicht der eine oder andere schon gehört hat. Die sind schon seit ein paar Jahren unterwegs und suchen halt Partner, um ihre Technik in Geräte integriert zu bekommen. Und in dem Fall ist es ihnen dann auch gelungen, zumindest mit Kyocera einen Hardwarepartner zu finden, der anscheinend sehr, sehr großes Interesse an diesem Produkt hat. Da wird nichts anderes gemacht, als zwischen das Displaycover und das eigentliche Display noch eine Ebene einzuschieben, die eben Solarzellen enthält sozusagen und dementsprechend das Telefon bei Lichteinfall einfach lädt. Man lässt es im Freien liegen und dann lädt das Ganze. Die Frage ist aktuell noch, wie effektiv und wie gut das Ganze funktioniert. Aber Fakt ist, es funktioniert auf jeden Fall. Wenn ich hier also meine Hand drüber halte, dann sieht man, dass ja, das Gerät dann einfach aufhört zu laden. Im Grunde handelt es sich noch im Augenblick um einen relativ frühen Prototypen. Wir haben es ja also, so wie es aussieht, mit einem 4 Zoll großen Display zu tun. Die Auflösung ist nicht die allerhöchste, aber es geht ja eben darum, die Technik zu demonstrieren. Und wenn man so ein bisschen von der Seite guckt, dann sieht man auch, dass das Ganze noch relativ stark spiegelt. Das dürfte dann unter anderem eben an der Zwischenebene liegen, die da auf dem Display noch drauf liegt. Außerdem ist die Farbwiedergabe noch nicht ganz optimal. Es wirkt alles leicht eingetrübt in dem Fall. Und wir können ja mal wieder zurück in die App wechseln. Ich kann zu den Spezifikationen des Telefons nicht allzu viel sagen, außer dass es natürlich ein Rugged-Gerät ist, denn darauf hat sich Kyocera ja ausdrücklich konzentriert und bringt solche Geräte professionell sozusagen auf den internationalen Markt. Für die meisten Kunden dürfte es vor allem deswegen interessant sein, weil man das Gerät eben auf Arbeit oder zum Beispiel einfach auch in der Freizeit irgendwo hinlegen kann und dann eben nicht großartig darauf achten muss, ob man den Akku lädt. Wie gesagt, alles davon abhängig, ob die ganze Sache denn wirklich effektiv schon lädt. Das war ein kurzer Blick auf den Kyocera Prototypen mit dem Solardisplay sozusagen, der ohne großartige Beeinträchtigung zumindest des Nutzungskomforts, also die Blickwinkel gehen hier zum Beispiel auch noch ganz in Ordnung, aber es wirkt dann doch noch ein bisschen trübe. Vielleicht irgendwann mal bald hoffentlich auf den Markt kommt und es nicht mehr allzu viele Jahre vergehen, bis die von Sunpartner entwickelte Technologie auf breiterer Front in Smartphones Einzug hält. Mobile Geek's coverage of MWC 2015 is powered by ASUS.